Freitag, 9 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen, Österreich. Recht herzlich willkommen heute auf ORF Sport Plus. Und das bedeutet für uns, wir haben wieder in etwa 30 Minuten. Und ich kann eins sagen, heute geht es ein bisschen mehr in Richtung Beine, denn zum Schluss gibt es wieder eine kleine Überraschung. Wir gehen wieder auf die Piste. Ja, ich begrüße auch alle Damen und Herren, die vielleicht heute zum ersten Mal mit dabei sind. Bitte aufpassen, die Bewegungen nur so gut machen, wie es geht. Ja, das heißt, Eigenverantwortung ist angesagt und sollte es Einschränkungen geben, darf ich bitten, das zunächst einmal aber oder zuvor mit dem Therapeuten abzuklären. Gut, und wir starten gleich einmal hinein mit Bewegung, aber ganz entspannt einmal. Das heißt, wir haben einmal schulterbreiten Stand und was wir jetzt machen zunächst ist unsere Finger da auf und zu machen. Unser Daumen ist da mit dabei. Ja, das heißt, wir aktivieren jetzt einmal die Venenpumpe. Wir starten langsam hinein in den Freitag. Nach oben, nach vorne, jeder so für sich. Wichtig, bitte achtet darauf. Ja, Körperspannung ist da, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Ja. Dann zwicken wir ein bisschen das Popschel auch zusammen. Stellen wir uns vor, da hinten ist ein 100er drinnen, ja, das, damit wir den nicht verlieren. Ja. Ja, genau, Popschel auch zusammenzwicken, Bauchnabel zieht zur, ja, Wirbelsäule, sehr gut, Körperspannung ist da, gut geht das. Und da machen wir schon langsam auf und zu, damit aktivieren wir auch die Venenpumpe, wir gehen zur Seite, wir gehen wieder nach vorne, nach oben, jeder so wie er möchte. Schön warm ist es bei uns im Studio, schon fast sommerliche Temperaturen. Ja, wie geht's euch so nach dieser Woche? Gut? Ja? Ja, das freut mich. Ja, die Regie sagt gerade super, eine Woche Philipp. Naja, mittlerweile glaube ich sind schon 38 oder so. Ne? Ja, Wahnsinn. Unglaublich. Und wir werden immer mehr. Also die Community, ich kann nur eins sagen für euch zu Hause, wir sind wahrlich die größte Bewegungsgemeinschaft Österreichs. Nach vorne, nach oben. Und jetzt geht's schon ein bisschen rein, gell? Da drinnen, das merkt man schon. Ja? Ah, ja, da gehen die Unterarme auf. Gut, wir schütteln aus, ganz kurz. Jetzt werden wir dynamischer und zwar mit unserem Boxer. Ja? Das heißt, wir schlagen praktisch da nach vorne, drehen dabei aber die Faust aus. Dadurch mobilisieren wir auch unser Ellbogengelenk. Ja, das ist einmal der Einstieg der Bewegung. Schön langsam nach vorne. Und da, die schon länger mit dabei sind, die wissen natürlich, das kann man dann dynamischer machen. Am Stand natürlich auch sich zu bewegen, nach vorne, ja, oder dann ein bisschen zur Seite zu gehen, sich von rechts nach links zu bewegen, nach hinten wieder nach vorne zu kommen. Jeder, wie gesagt, in seiner Bewegungsgröße, damit uns gleich mal richtig warm wird. Und dann geht natürlich auch 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, das heißt gerade, dann haben wir wieder Haken, wieder nach vorne, wieder Haken und wieder nach vorne. Und das kann jeder für sich selber variieren, ein bisschen flotter werden, von der Bewegung her natürlich auch, rechts, links, ein bisschen mehr Action heimbringen, beim Start hinein in den Tag. Ja, Aufwärmen immer ganz ein wichtiger Faktor. Und wir haben ja viele unterschiedliche Sportler, die auch bei uns mit dabei sind. Ich sage mal, vom Golfspieler angefangen bis zu den Nordic Walker, alle sind sie mit dabei. Denn sie sagen, als optimaler Start in den Tag, ja, ist diese Bewegungseinheit ja, genau richtig. Ja. Weil da bist du aufgewärmt, bist schon mal mobilisiert. Und probiert es einmal, wenn ihr zum Beispiel Läufer seid, macht einmal zuvor diese Übungen und dann geht's laufen. Ihr werdet sehen, es geht wesentlich besser. So, noch ein bisschen von unten noch einmal, nach vorne und wieder von unten und nach vorne und wieder von unten nach vorne. Genau. Da kommt der Kreislauf richtig in Schwung, gell? Und einmal wandern wir noch von der einen zur anderen Seite, gehen wieder zurück, setzen unser Lächeln auf, freuen uns, Wochenende ist. Okay, huh. Schütteln ganz kurz aus. So, jetzt wird es ein bisschen entspannter. Da ist es aber wichtig, dass wir zunächst einmal schauen, dass wir ein Bein verwurzeln, dann heben wir an, ja, heben wir an und ziehen praktisch unser Knie nach oben. Das heißt, da dehnen wir jetzt einmal. Unterer Rücken,
Gesäß, hinterer Oberschenkel. Für die, die sagen, es ist ja nicht so schwer, dann einfach nur von unten, hoppala, schaut's her, so schwer, ja. Von unten anheben. Hopsi. Heute ist nicht so mein Gleichgewichtstag, wie ich merke. Und schön nach oben ziehen. Ja. Atmung fließen lassen. Da stehen wir mal seitlich hin, damit man es besser sieht. Also, zack, und schön nach oben ziehen. Kurz halten vielleicht, Atmung fließen lassen und dann wieder absetzen. Ja? Also, wieder schön nach oben ziehen. Und wieder nach unten. Nach oben. Da lassen wir uns Zeit. Da haben wir keinen Stress heute. Wie gesagt, 30 Minuten sind relativ lang. Ein sehr ein intensives Programm. Wir sind noch mittendrin im Warm-up. Und währenddessen schauen wir uns gleich mal die Fotos an. Beziehungsweise unser erstes Video. Das hat mir die Silvia geschickt. Und zwar ist hier schön zu sehen, das ist ihr Gatte mit 78. Und auch die Enkelkinder sind mit dabei. Na, ist das nicht herrlich? Ja, genauso soll es sein. Die ganze Familie bewegt sich. Und da ziehen wir noch einmal. Einmal nach rechts. Ja, und wie gesagt, wenn es nicht geht, mit nach vorgreifen, einfach unterm Knie hingreifen. Nach oben ziehen. Ja. So, und wieder nach oben. Okay, so, jetzt wird es dynamisch. Jetzt gehen wir zum Eisschnelllauf über oder zum Skaten. Da wird die emische Hunde die wieder eine Freude haben. Vanessa Herzog natürlich ebenfalls oder auch die Lise Schrenk. Das sind alles Damen, die heute halt sehr flott auf ihren Schuhen unterwegs sind. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Wir starten einmal ganz gemütlich hinein, stellen uns vor, wir sind irgendwo ja, auf einem zugefrorenen See unterwegs. Ich glaube, es gibt noch keinen in Österreich, der zugefroren ist, oder? Gibt es schon was, Bernd? Ja, glaube ich auch noch nicht. Die Temperaturen, ja. Und wenn wir sagen lassen, Wörthersee, glaube ich, zuletzt 2006. Ja, die alte Donau in Wien auch erst vor ein paar Jahren wieder mal, dass man Eis laufen konnte. Wird auch wieder Zeit. So, Einsteigervariante. Locker beginnen. Die Fortgeschrittenen können natürlich dann mit ihrer Bewegung größer werden. Ja. Und die dynamische Geschichte ist natürlich ja, richtig schöne, große Bewegungen. Auch da kommt der Kreislauf wieder in Schwung. Nehmen wir die Arme mit. Probiert einmal das Tempo auch zu wechseln. Ein bisschen schneller werden dazwischen. Ja, probiert das einmal in eurer Bewegungsgröße, auch wenn es nur so ist, langsam und dann einmal probieren, etwas schneller zu werden. Ja, und dann macht einmal den Versuch, von der Bewegung her größer zu werden, so gut es geht natürlich. Wir wollen sie auch verbessern. Okay, und jetzt nehmen wir wieder Fahrt auf, geben eventuell die Arme nach hinten. Jetzt sind auch unsere Rückenstrecker mehr gefordert. Ja, und da fahren wir schon. Sehr schön. Und das merkt man natürlich auch im Gesäß, ja. Im Popo, gell, das spürt man. Ja. Von einer zur anderen Seite. So, wir nehmen die Arme wieder dazu, legen einen Zwischensprint ein. Profi-Variante, Einsteiger ebenfalls probiert, einen Zwischensprint einzulegen, so gut es geht. Jeder für sich, in seiner Bewegungsgröße. Ja, Zwischensprint und wir kommen, wir fahren wieder, wir gleiten wieder. Arme nach hinten. Ja, sehr gut. So, ein Stückchen haben wir noch. Und das beenden wir dann mit einem Sprint noch einmal. Die letzten Meter, die wir hier absolvieren. Bevor es auf die Loipe geht. Wir nehmen die Arme wieder nach vorne. Und wie gesagt, jetzt schauen wir noch mal schnell zu werden. Einen Sprint einzulegen. Kleine Bewegungsgröße. Größer oder die Profi-Variante. Jawohl. Der Zielsprint. Die letzten Meter. Oh. Genau, und dann fahren wir vor, dann lassen sie mal so schön auslaufen, gell? Dann fahren sie da hinein in die Kurven, freuen sich, nehmen das Mützel runter vom Anzug, atmen einmal durch, schwitzen. Ja, schwitzen tue ich zum Glück noch nicht, aber ich glaube, das kommt heute auf alle Fälle. So, beim nächsten Schritt gehen wir auf die Loipe, und zwar langlaufen. Ja? Sieht folgendermaßen aus. Ich zeige es mal von der Seite her. Ja? Das heißt, stellt euch vor, ihr geht auf die Loipe, fahrt mit mir draußen. Es ist immer wunderschön im Freien. Einer der schönsten Sport oder eine der schönsten Sportarten überhaupt, finde ich. Egal ob klassisch oder Skaten. Und da haben wir natürlich auch. Ja, das heißt, da kräftigt man wirklich alles. Also ein dynamisches Kräftigen, das wir hier haben,
Wir haben die Arme mit dabei, wir haben den Rücken, wir haben das Gesäß, wir haben die Beine. Ja? Also auch eine Sportart natürlich für alt und jung. Da fahren wir jetzt einmal dahin. Und ich freue mich ja sehr, denn ich glaube, seit 7. ist es ja auch genehmigt, ja? Draußen wieder zu sporteln, also zumindest langlaufen, habe ich mir sagen lassen. Ja? Ja, mal schauen, vielleicht vor einem Wochenende schon mal wieder nach St. Jakob. Du, das ist herrlich, da hast du so, das ist so wie, ich sag immer, wie im Wunderland schaut es da aus, du fährst da zwischen den Bäumen durch, im Wald, wie in der Grottenbahn eher, ja. Wunderschön präpariert. Ah, das macht Spaß. Frische Luft, Schnee. Ja, und da fahren wir schon. Und auch da können wir natürlich das Tempo dann erhöhen, Zwischenspurt ansetzen. Etwas flotter werden oder die Einsteiger ganz, ganz locker. Ich drehe mich noch mal zur Seite, ja? Schaut mal ganz, macht's locker, geht spazieren, aber darauf achten, ja, noch mal langsam die Bewegung. Ja, man kann einmal kurz einmal so verharren in der Position und andere Seite. Ja, das spürt man dann richtig schön da unten, gell? Rückenstrecker, geht schon rein. Du brauchst natürlich, Körperstabilität ist immer gefragt. Und auch die Gleichgewichtsübungen, die wir machen, sind natürlich optimal. Zum Beispiel auch fürs Langlaufen. Du fühlst dich auch wesentlich besser. Und da fahren wir. Okay, und jetzt probieren wir noch einmal so wie zuvor beim Eislaufen, dass wir uns etwas schneller bewegen. Genau, etwas dynamischer geht's dahin. Sehr schön. Und geht schon. Und da fahren wir noch. Atmung fließen lassen, nicht pressen, Lächeln aufsetzen. Stellt euch vor, Sonnenschein, bestens präparierte Loipen. Wir sind gut drauf, weil wir schon trainiert haben die ganze Zeit. Es macht uns richtig Spaß. Die frische Luft. Ja, super. Das ist so herrlich. Und wir tun unserem Körper wirklich was Gutes damit. Und jetzt geht's schon. Arme gehen wir, komm noch ein bisschen schneller. Ja, vor, zurück. Okay, sehr gut. Hat Spaß gemacht, geht ganz gut. Ja? Solltet ihr einmal probieren, in Natura lang zu laufen. So, jetzt geht's ans Eingemachte mit unseren Oberschenkeln. Und zwar kommen wir zur Kniebeuge. Ende der Arme so nach vor oder Arme so. Bleibt euch überlassen. Stehen wir mal seitlich hin. Das heißt, wir haben schulterbreiter Stand oder leichte Grätsche, je nachdem. Zehenspitzen zeigen nach vorne. Und dann gehen wir mal nach unten. Ja? Gehen nach unten oder so. Achten darauf, ja, dass Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Wir gehen nicht so nach vorn, so nach unten, sondern probieren den Oberkörper aufrecht zu lassen. Und dann geht es nach unten. Ja. Entweder so oder so. Und schieben schön wieder übers Gesäß nach oben. Ja. Und das macht jetzt jeder für sich. Entweder Einsteigervariante weiter oben. Ja. Die Fortgeschrittenen weiter nach unten. Und die halt sagen, ich muss da noch weiter runter. Ja, einfach so gut es geht, aber wichtig wäre mir die Qualität. Achtet lieber drauf oder schaut einmal, macht das nicht zu tief, dafür qualitativ hochwertig. Und wenn das dann funktioniert, ja, dann kann man weiter nach unten gehen. Und währenddessen wir unsere Kniebeugen machen, schauen wir uns ein Foto an. Und zwar, wir haben ja gesagt, wir sind auch international unterwegs. Aus Prag kommt dieses. Genau. Da schon, da ist er schon, der Primissl und die Mirka. Die sind seit Anfang an mit dabei, da war es ein bisschen unregelmäßiger, haben sie mir geschrieben. Aber jetzt, seit September, ja, sind wir wieder zurück, sind sie regelmäßig am Turnen. Und sie merken natürlich, ja, Gleichgewicht wird besser, Koordination wird besser. Und natürlich auch die Laune ist besser geworden. Ja, drehen wir nochmal zu euch. Also, Einsteigervariante, entweder so, kommen wir nach oben. Oder wir gehen weiter nach unten. Oder so gut es geht noch weiter. Achten drauf, wir können es einmal auch kurz halten, die Position. Schieben wieder nach oben. Und weil es so schön ist, machen wir jetzt 10 gemeinsam. Okay? Puh, schwitzt schon. Also, Position und 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3,
zwei. Und die letzte, gehen wir langsam nach unten, langsam nach unten. Langsam, langsam, bleiben in der Position. Schieben nach oben. Und jetzt legen wir noch zwei zu, okay? Geht schon, komm. Und eins. Und eine geht noch. Und zwei. Jawohl, wir wollen uns verbessern, wir wollen steigern. Wir halten die Position und schieben jetzt wieder nach oben. Super. Jetzt wird man schon warm. Okay, jetzt ein bisschen was Entspannteres. Und zwar, wir schauen, dass wir so stehen, ungefähr wie wir in den Skifahren. Das heißt, wir haben so schulterbreiter Stand ungefähr. Ja, hüftbreit, schulterbreit, wie ihr euch wohlfühlt natürlich. Und jetzt beginnen wir uns zu bewegen. Nach vorne, auf die Zehenspitzen, zurück zur Ferse. Stellen wir mal seit, oh, das sieht man eh schon in der Kamera. Ja, nach vorne, nach hinten, nach vorne. Genau, da kann man sich ein bisschen spielen. Ja, sehr schön. Und das nächste Mal, wenn wir nach hinten gehen, probiert Folgendes. Die Zehen so einzuziehen. Schaut her, nochmal. Nach vorne. Wir kommen zurück, genau. Und jetzt krallen wir praktisch da hinein. Ja? Das heißt, wir machen da Fußsohlengymnastik. Ja, super. Genau. Das heißt, wir curdeln mit unseren Zehen. Normalerweise machen wir das für den Bizeps, gell? Ja, da sind wir wieder zurück. Und wieder nach hinten. Curdeln nach vorne. Ist auch zugleich ein bisschen eine Gleichgewichtsübung, gell? Wenn man zurückkommt auf die Ferse, gar nicht so leicht. Tut mir da auch immer schwer, kommt natürlich auch auf die Tagesverfassung an. Nach vorne, so einmal noch nach hinten und wir kommen nach vorne. So, und jetzt bewegen wir uns rechts, links. Ich stelle uns vor, wir stehen schon auf unseren Skiern und fahren einmal herunter, runter auf der Kanten. Richtig schön rechts, links, damit wir da unsere Sprunggelenke mobilisieren. Ja, auch die brauchen wir beim Skifahren. Generell, ja, mobilisierte Sprunggelenke, ganz wichtig. Ja. Dient auch der Unfallprophylaxe. Wenn du umkippst, wie ich immer, wenn du da mobiler bist, ist das ziemlich gescheiter. Ja, rechts, links. Gut. Und jetzt probieren wir mal nach vorne, Zehenspitzen, Seite, Ferse, Seite und wieder nach vorne. Und jetzt drehen wir uns einmal so einen Kreis. Ja, hinten, vorne. Ist eine Übung jetzt ein bisschen zum Durchschnaufen. Aber natürlich müssen wir da achten aufs Gleichgewicht. Vor allem, wenn wir nach hinten gehen. Ja, jetzt wechseln wir die Richtung einmal. Schaut mal, wie das geht. Eine Seite geht da meistens immer besser. Ja. Sehr schön. Okay. Ausgezeichnet. Das sieht gut aus, Herrschaften. Sehr fein. Gut. Es geht wieder ein bisschen mehr Richtung Oberschenkel. Und zwar, wir gehen wirklich in eine Grätsche. Ja, fast ein Spagat, kann man sagen, einen leichten, zumindest angedeutet. Gehen jetzt mit dem Gesäß nach unten und wandern jetzt von einer zur anderen Seite. Ja, genau. Und da bleiben wir jetzt. So, in der Position bleiben wir. Herrlich. Das heißt, wir fahren von einer Seite zur anderen. Körperspannung, die ist da. Wir lächeln, wir atmen, ja, das haben wir, genau, und dann bleiben wir mal in der Position, das heißt, wir haben da jetzt unser Standbein, ja, und da kräftigen wir schön auf der Innenseite, kräftigen, da dehnen wir auf der Innenseite, da kräftigen wir und umgekehrt, das dehnen wir da natürlich, kräftigen da und gehen wieder rüber und das ist eine richtig schöne, angenehme Übung. Bitte macht es, nur so gut es geht, wenn ihr Pause braucht dazwischen. Alles in Ordnung. Genau. So, wir gehen da weiter. Ja, rechts, links. Schauen. Okay. Sehr gut. Und jetzt machen wir noch fünf gemeinsam, okay? Eins. Zwei. Drei. Vier und fünf. Super! Das geht, ha, die Schenkel, da spürt man schon, dass wir was gemacht haben in den letzten Wochen. So, nächste Übung ist unser Knieheber. Dazu stelle ich mich seitlich hin und zwar, wir geben die Arme vor nach vorne, ja, heben dann praktisch ein Bein an. So, und jetzt bewegen wir uns da nach vorne. Zack. Nach vorne. Hoppala. Genau. Und das heißt, da kräftigen wir gleichzeitig, ich komme zu euch, machen aber natürlich auch etwas für unser Gleichgewicht. Das hapert heute bei mir ein bisschen.
Ja, schaut's her. Wie gesagt, es ist nicht jeder Tag gleich. Manchmal geht's super und manchmal stößt ihr aus so wie heute. Ja, wirklich schön nach vorne. Wir kräftigen. Wir machen was für die Balance. Ja. Sehr schön nach vorne. Und wieder nach oben. Wir wechseln wieder das Bein. Ja, wieder nach vorne. Oben, hopsi. Ja, schön nach vor. Auf die Qualität achten. Heute kommen wir schön schwitzen. Und ins Wogeln. Ja, so und wieder. Genau, da müssen wir immer austarieren. Wir merken das natürlich mit unserem Standbein, wie das aktiv gefordert wird. Ja, ihr werdet es merken, rechts, links, Viere zurück. Ja, so, wir kommen wieder nach oben. Einmal schauen wir noch, machen wir noch einen Wechsel. Geht schon nach vorne. Ja, nach vorne. Einmal noch zurück aufs andere Bein, nach oben. Hoppala, und währenddessen wir hier noch unseren Knieheber machen, schauen wir noch, da haben wir noch ein Büdel, und zwar vom Heinz. Genau, der hat mir geschrieben, er ist sturzfrei, ist letzte Mal die Streife runtergekommen. Ja. Heute fahren wir ja woanders. Gut schaut aus, der Heinz, mit seinem Helm. Gut, wir kommen wieder zurück. Unser Bindeglied zwischen Oberkörper und den Beinen ist unser Iliosakralgelenk. Und das sieht folgendermaßen aus. Damit man es eben veranschaulichen kann, wie sich das da drinnen bewegen sollte, drehe ich mich einmal um, gebe meine Daumen da nach oben, also dorthin. Und jetzt ziehen wir schön praktisch von einer Seite zur anderen nach oben. Ja, ich glaube, sollte man der Kamera ganz gut sehen. Ja, drehe mich wieder zu euch. Und das machen wir. Aufpassen dabei bitte jetzt nicht so rechts, links, sondern wirklich da nach oben ziehen. Oben ziehen, genau. Ja, rechts, links. Eins, zwei. Sehr gut, geht das. Okay. Gut. Nächste Übung ist ein Klassiker auch schon bei uns, die sogenannte Standwaage. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Türstock habt, einen Kasten oder sonst irgendwas, um euch sicherer zu fühlen, dann stellt euch knapp davor hin. Abstand variabel natürlich. So, wir verwurzeln ein Bein, geben die Arme nach oben und gehen dann mit unserem Körper nach vorne. Ja. So, jetzt merkt man, das funktioniert, das geht. Kommen wir zurück. Wechseln aufs andere Bein und gehen auch da wieder nach vorne und kommen zurück. Und wenn wir merken, das geht, dann macht es einen Schritt zurück und schaut einmal, aha, wie weit komme ich? Geht schon besser als zuvor. Körperspannung, die ist da. Und da kann man jetzt schauen, wie weit man nach vorne kommt. Ja. Und die Position dazwischen auch einmal kurz halten. Nach vorne gehen. Ja, sehr schön. Hopsi, muss man austarieren. Zeig's mal von der Seite. Also, entweder Einsteigervariante oder ein Stück weiter nach vorne zu gehen. Oder halt so gut und so weit es geht, auch zu halten, probieren zu behalten, also die Position zu halten, dass ich es rauskriege. Und wieder langsam zurückkommen. Und dann natürlich auch der Beinwechsel. Und das machen wir jetzt noch einmal auf der anderen Seite. Ja, geht ordentlich rein, kommen zurück, jetzt geht's um die seitliche Balance, da werden wir ein bisschen breiter von unserer Schrittstellung her, Arme nach oben und bewegen uns mal von der einen zur anderen Seite. Ja, das machen die Kinder auch immer im Skikurs, ich glaube die Erwachsenen machen das auch. Stellt euch vor, ihr habt da oben die Skistöcke in der Hand und jetzt fahren wir dann einmal rechts, links, belasten ein Bein, tun etwas für unsere Balance, für unser Gleichgewicht. Ja, sehr gut geht es. Also ich schwitze, wie geht's euch? Mir ist schon warm. Im Übergang schwitzen sie auch schon. Denen wird heiß vom Zusehen. Ja, einmal noch rechts, hopsi. Einmal noch von mir aus gesehen die linke Seite. Okay, so. Eine neue Übung, wir schauen, dass wir schulterbreit stehen, Arme nach vorne, machen eine Faust, Körperspannung ist da, jetzt gehen wir mit unseren Fäusten zurück Richtung Körper und nächster Step ist, wir öffnen da, kommen wieder nach vorne, Arme wieder nach vorne, wieder zurück und öffnen auf der anderen Seite. Ja? Und das können wir natürlich auch einbeinig jetzt machen,
Wir kommen nach hinten, machen da auf, das heißt, wir haben automatisch auch wieder was für unser Gleichgewicht dabei, gehen nach vorne, kommen zurück, öffnen auch da, was machen wir da? Wir öffnen, dehnen praktisch hier die Vorderseite, aber kräftigen natürlich die Muskulatur unterm Schulterblattl, ja. Zack, andere Seiten und dann gibt es natürlich noch eine Variante. Erstens einmal können wir das Bein wechseln, ja, dann zurück und zwar indem wir aufmachen und nach hinten lang machen. Ja, und kommen wieder nach vor. Boom, jetzt drückst du mal aber ordentlich die Schweißperlen aus. Ja. Andere Seite, aufmachen, schön lang nach hinten und wieder nach vorne. Und wieder. Und das geht noch einmal in die andere Richtung. Zack, lang machen. Genau. Und einmal geht noch, oder? Einmal geht noch. Zurück. Und aufmachen. Sehr schön. So, Bernd, wir schauen mal aus von der Zeit. Okay, gut, Herrschaften. Jetzt geht's so richtig ans Eingemachte. Und zwar, ich freue mich schon. Wir bewegen uns heute wieder Richtung Piste. Ich würde mal sagen, tatsächlich ein bisschen mehr kurz aufwärmen noch. Macht euch jetzt bereit für den Start, denn wir gehen jetzt einmal nach Garmisch. Aufpassen bei der Abfahrt, schaut so gut es geht, macht eure Hocke. Wenn es dazwischen brennt, geht es natürlich nach oben, ja, und dann wieder runter. Aber wisst ihr, ein bisschen weht und darf's. Ja. Einsteigergeschichte schauen wir. Oder wir gehen noch weiter nach unten. Oder die Probe ist halt dann so richtig, damit wir Speed aufnehmen. Ja, und ich würde sagen, Hans, jetzt bist du dran. Ja, ja, das Leben eines Abfahrers ist echt oft einmal die Hölle. Man muss sich immer wieder neu überwinden, die Angst ausblenden. Aber wie fährt das Teufelchen eigentlich jetzt durchs Himmelreich? Es wird spannend. Los geht's am Trögelhang herunter. Und das Vollgas jetzt. So, und jetzt schauen wir mal ganz kräftig weg, das Flache, bevor wir jetzt da in diesen steilen Trögelhang reingehen. Umlegen. Und hin zu einem leichten Sprung. Oder Schlotz in die Olympiakurve. Und heute schiebt das Ganze schon viel besser an wie gestern. Aber da geht's dahin. Sprung in den Schussanger. Und da fällt mir jetzt die tiefste Hocke raus. Also runter mit euch, tiefste Hocke. Geht's gut dahin. Linkskurve, Einfahrt in das Himmelreich. Da gehen wir auf die blaue Linie rauf. Und jetzt zum dahin. Da ist einfach eine coole Position wie ganz tief unten. Also oben mit euch, geht schon, komm. Jetzt sind wir am Bödele. Da geht's flach dahin, bevor wir da fahren, in den technisch schwierigen Teil kommen. Einfahrt in den Eishang. Hin, Kurve, jawohl. Wechseln. Die links Eishang, da rüttelt's und schlagt's brutal. Hin zum Tor, runter zum Seilbahn-Stadelsprung. Vorne bleiben. Ah, das ist nur ein kleines Hupferl. Runter! Ich bin angekommen. In die Hölle! Bissl übersehen den Ansatz. So ein bisschen Richtung machen. Boah, das ist schnell! 120 km/h! Schön vorn bleiben! Ja, 130 schon erlaubt. Alter, in die Fischschneisen. Vor uns diese Doppel-Linkskurve. Möglichst eng bleiben. Hin zum Tor. In den Tauberschuss. Geht so unten, geht schon, komm! Da verjagt's mich! Geht schon, komm! So, die letzten Meter Richtung Ziel! So, aufpassen beim Abschwingen! Ja. Das Ganze ist unruhig! Alles zum Fahren! Na, bist du narrisch! Bei mir treffelt's! Wie geht's euch? Seid ihr ein bisschen außer Atem gekommen? Gut so, ist doch schön, ha? Wenn man da was spürt, dass die Schenkel brennen, herrlich, und wir starten mobilisiert, aktiviert und gekräftigt hinein ins Wochenende. Ja, apropos Wochenende, wie immer, bitte schaut drauf. Geht hinaus ins Freie, bewegt euch. Nicht nur gemütlich spazieren gehen, baut auch schnellere Walks ein. Ja, wirklich flotter mal gehen, um den Kreislauf richtig in Schwung zu bekommen. Ja. Atmet auch draußen in der Natur richtig schön ein und alles ausatmen. Ja. Und für die ganz, ganz Fleißigen gibt es natürlich die Möglichkeit, Fit mit Philipp auch in der ORF-TV-Thek nachzutunen. Wir sehen uns ja nächste Woche klassisch wieder um kurz nach 9 in ORF2. Ja. Ich sage heute da schon, ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Genießt es. Ich werde vielleicht meine erste Skitour gehen, denn am Semmering habe ich gehört, gibt es schon einen Schnee. Und wie immer eins ganz, ganz wichtig, trinken, trinken, trinken. Denn